Ein Tag wie der andere in Benidorm, Spanien. Nur das Stadion am Strand deutet darauf hin, dass hier das Qualifikationsturnier für die Beachsoccer-WM in Marseille stattfindet. Weit weg im Herzen Europas, in einem Land ohne Meer, fährt eine mutige Gruppe los, die Strände dieser Welt zu erobern. Die Schweizer Beachsoccer-Nationalmannschaft. Auf ihre Erfolge ist Spielertrainer Angelo Scirinzi zu Recht stolz. Wir haben auf der Nationalmannschaftsbasis ein Team kreieren, das einfach ein wahnsinniges Potenzial hat, das aber immer aufwärts geht. Also, wo seit Jahren schon in der europäischen Spitze vorne mitspielt und immer wieder besser wird. Der größte Erfolg: Europameister 2005. Und Angelo Scirinzi wagt eine Zukunftsprognose. Beachsoccer wird in 20 Jahren olympisch sein. Und die Schweiz wird dort Medaille holen. In Gold. Vorerst sind wir aber in der Gegenwart. In Spanien, in Benidorm, wo die Qualifikation für die WM in Marseille ansteht. 24 europäische Nationalteams nehmen daran teil und nur die vier Besten qualifizieren sich für die WM. Für die Schweiz gilt es zuerst, die Gruppenphase gegen Litauen, Österreich und Ungarn zu überstehen. Das Stadion ist voll, das Sand ist sehr tief. Ihr könnt das alles schon einrechnen in eure Vorbereitung auf dem Spiel. Wichtig für mich, für das heutige Spiel, wir wissen nicht, wie Lituania ist. Es ist sicher eine Mannschaft, die kräftig wird sein, die das Spielsystem kennen, die sich vorbereitet. Vielleicht können wir sie zum Futsal raus, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, was wir können. Letzte taktische Anweisungen, dann geht's für ein kurzes Training ins Stadion. Einer der Schlüsselspieler der Schweiz ist Stefan Meyer, bekannt aus der TV-Sendung Der Match. Mit ihm habe ich wieder in Mailand gespielt. Es sind halt viele Freunde und Bekannte, die man halt alle Jahre wieder zusammentrifft. Die Beachsoccer-Szene ist wie eine große Familie. Nur werden auf dem Spielfeld keine Geschenke gemacht. Die Vorrunde sind wir klar Favorit. Sind wir schauen, dass wir alle drei, vor allem morgen das wichtigste Spiel gegen Litauen, dass wir da gewinnen können. Und ja, es gibt nur eine Taktik für uns. Wir müssen alle den Dejan anspielen vor und er macht sie dann schlussendlich. Ich will noch ein bisschen zu sagen, Dejan. Beim Frühstück wird wenig geredet, denn nun gilt's ernst. Endlich wird das Spiel angepfiffen. Die Schweizer beginnen stark und gehen durch Dejan Stankovic gleich mit 1:0 in Führung. Doch Litauen gibt keineswegs auf und erzielt den Ausgleich durch einen herrlichen Treffer. Nun zeigt Stefan Meyer sein ganzes Können. Und er trifft 2:1. Darauf hat die litauische Mannschaft keine Antwort mehr bereit. Die Schweizer demonstrieren ihre spielerische Klasse und erzielen ein Tor nach dem anderen. Ja. 14:2 lautet schließlich das Schlussresultat. Ein Auftakt nach Maß und eine gute Ausgangslage für das nächste Gruppenspiel gegen Österreich. Ah, du? Wie viel? Ich habe nur eins gemacht. Nur eins? Aber Dejan etwa 6 oder 7. Oh mein, da geht er. Und Loi auch etwa 4 oder 5. Oh, das ist gut. Ja, ja, super. Klasse. Das ist schön. Das ist immer das Wichtigste, das erste genau. Spiel. Bis später. Tschüss. Wie hat das Spiel? 14:3 haben wir gewonnen. Habt gewonnen, ja. Schönes Tor gemacht. Dankeschön. Dankeschön. Stefan Meyer ist hier allen bekannt. Und so dauert bei ihm der Rückweg ins Hotel immer etwas länger. Kräfte sammeln und sich erholen, lautet die Devise vor dem morgigen Spiel gegen Österreich. Österreich ist der erwartet unangenehme und ultra-defensive Gegner. Und als die Schweizer endlich ein Tor erzielen, wird der Treffer aus unerklärlichen Gründen aberkannt. Nun sind Emotionen im Spiel. Stuck in my head again.
In der Pause nach dem ersten Drittel versucht Angelo Chirinzi, seine Mannschaft zu beruhigen. Das haben wir jetzt gemerkt. Wir machen das Goal, das wird uns gut. Was auch nicht ist, wir dürfen hinten nicht aufhören, super Disziplin schaffen. Das zweite Drittel beginnt. Und die Schweizer laufen gleich ins offene Messer. Nach einem Fehlpass von Davor Ivcevic steht es plötzlich 0:1. Jetzt sind Schlüsselspieler wie Dejan Stankovic gefragt. Dejan ist erstes Mal auch vom Typ her eine Persönlichkeit. Er hat einen wahnsinnigen Leiterdrang in sich hinein und hat einfach wahnsinnige Qualitäten. Er ist ein Spieler, der kann Ball alles. Er ist körperlich, physisch sehr, sehr stark. Er hat mit seinen 1,90 kann er den Ball abdecken, er ist beweglich.